Notz, Bündnis 90, die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frage der Vorratsdatenspeicherung, die wir seit Jahren hier diskutieren, ist die Kernfrage der Bürgerrechte in unserer digitalisierten Welt. Die Massenspeicherung der Kommunikations- und Bewegungsdaten aller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auf Vorrat stellt einen rechtsdogmatischen Dammbruch per excellence da, und deswegen gehört er auf den Müllhaufen der Geschichte und nicht hier wieder ins Parlament. Und Herr Maas, wirklich, Sie halten hier diese lapidare Rede, machen sich über Veröffentlichungen, die es gegeben hätte, sozusagen, das sei alles komisch, was da so veröffentlicht worden wäre. Sie benennen nicht den EuGH und nicht das Bundesverfassungsgericht. Ich lese Ihnen mal Ihre eigene Veröffentlichung vor. Sie haben, Gott sei Dank, bei Twitter mal was Richtiges gesagt, nämlich die Vorratsdatenspeicherung lehne ich entschieden ab. Sie verstößt gegen das Recht auf Privatheit und Datenschutz. Kein deutsches Gesetz und keine EU-Richtlinie. Das war Ihre Aussage, und das war richtig. Und jetzt erzählen Sie hier lapidar das Gegenteil. Ich sage Ihnen mal, das ist sozusagen schlecht für Sie. Das bricht Ihnen das Rückgrat, aber auch Ihrem Haus, das jahrelang gegen dieses Instrument gearbeitet hat. Ja, das haben Sie an das Bundesinnenministerium verkauft, und das ist das Letzte. So, das letzte Mal haben wir hier gestanden und haben diskutiert. Da haben Sie gesagt, das muss umgesetzt werden. Das ist ein schwieriges Gesetz, aber das müssen wir machen, denn es gibt ja diese EU-Richtlinie. Jetzt stehen wir hier, nachdem zwei höchste Gerichte gesagt haben, das ist verfassungswidrig, und jetzt sagen Sie, es gibt keine EU-Richtlinie, deswegen muss das umgesetzt werden. Ihnen ist jedes Argument recht, aber das ist eben unseriös. Die Vorratsdatenspeicherung ist nicht nur Gift für unsere Demokratie, sie ist auch Gift für unsere Wirtschaft. Nach der Bundesnetzagentur sind ca. 3.000 kleine Anbieter betroffen. Die genauen Kosten sind unabsehbar, pro Betrieb aber ungefähr bei den Kleinstanbietern über 100.000 Euro. Das heißt, sie machen auch noch die Kleinstanbieter platt. Das, was Sigmar Gabriel versucht, im Wirtschaftsministerium hochzupuzzeln gegen die Megagiganten aus den USA für Wettbewerb, das reißen Sie hier mit dem Hintern wieder ein. Das geht alles überhaupt nicht. Da hilft Ihnen auch kein IT-Gipfel. Die Datenhehlerei. Ja, das ist doch wirklich unfassbar. Vor wenigen Wochen haben wir hier, Herr Maas, unter Ihrer fröhlichen und traurigen Beteiligung den Landesverratsskandal. Ja, und jetzt bringen Sie hier ein Gesetz ein, das Whistleblower in einen, ich sag mal, Graubereich stellt. Ja, Sie versuchen, die Journalistinnen und Journalisten auszunehmen, aber der 202d ist eben als Daten, als Straftatbestand unzureichend klar formuliert. Nur ein Beispiel. In der Begründung Ihres Gesetzes steht, dass bei der Schädigung ein immaterieller Nachteil zum Zwecke der öffentlichen Bloßstellung im Internet genügen soll. Na, herzlichen Dank. Das heißt also, nur bei der Kohl-Spenden-Affäre schon, ja, wäre ja ein immaterieller Nachteil in der öffentlichen Bloßstellung möglich. Schon da in diesem Bereich kriminalisieren Sie. Das geht nicht, und das lehnen wir ab. Das schadet sozusagen dem, was wir brauchen. Wir brauchen Whistleblower-Schutz, und unklare Strafgesetze sind eben gefährlich. Sie schaffen die dem Gesetzgeber zuzurechnende Gefahr in diesem Fall von Ermittlungen gegen Journalisten und Whistleblower und wahrscheinlich sogar von Fehlurteilen. Und diese Einschüchterungen, die zwangsläufig, und so ist es ja von der Union auch gemeint, zu Chilling-Effekts führen, dadurch, dass sich Leute nicht mehr trauen, Informationen weiterzugeben. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir heute brauchen, meine Damen und Herren. Zum Schluss ein Wort zu der Sozialdemokratie. Ja, ja, ja. Jetzt wird es traurig. So. Also, da lacht sogar die Union. Herr Oppermann hat ja nach Snowden, war ja Wahlkampf und so, ne, hat Herr Oppermann gesagt, Vorratsdatenspeicherung muss die Sozialdemokratie gänzlich neu bewerten. Gänzlich neu bewerten. Ja, ja, genau, genau. Die SPD wolle, jetzt wird es noch fröhlicher, die neue Bürgerrechts- und Internetpartei werden, dass ich nicht lache.
So, und dann hat Sigmar Gabriel aus reinstem politischen Opportunismus diese ganze Überlegung, man müsste irgendwie mehr für die Bürgerrechte machen, abgeräumt zulasten seines Ministers. Und das zeigt eben, wie hoch der Stellenwert ist. Bei Ihnen ist beim Thema Bürgerrecht, auf Sie ist nicht Verlass. Und das ist wirklich hochbedauerlich, vor allen Dingen, nachdem Sie mit den gleichen Argumenten das letzte Mal schon angetreten sind und von zwei höchsten Gerichten korrigiert werden mussten. Und wenn man die Freiheitsrechte der Menschen und der Verfassung zu Leibe rückt, wie Sie das tun, wie die GroKo das jetzt tut, dann hat man schon verloren, wenn einem offenbar jedes Argument recht ist. Und deswegen sage ich Ihnen hier heute, wir werden gegen dieses Gesetz klagen. Da haben wir gute Chancen. Ja? Und wir werden versuchen, das auf diesem Wege zu verhindern. Wer gutwillig ist mit der Großen Koalition, der kann sagen, das letzte Mal ist Ihnen das so durchgerutscht, das war grob fahrlässig, meine Damen und Herren. Diesmal gehen Sie vorsätzlich gegen das Grundgesetz vor, und dagegen werden wir uns wehren. Ganz herzlichen Dank. Als nächsten Redner erteile ich das Wort dem Abgeordneten Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion.